Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu mal wieder einer weiteren Folge. Wusstet ihr eigentlich? Wusstet ihr eigentlich, dass ihr eure Zaubergeschwindigkeit minimal verbessern könnt, indem ihr das sogenannte Chaincasten macht, also Kettenzaubern? Was heißt das? Ihr nutzt eine Zauberei und nutzt daraufhin gleich eine andere, die normalerweise beträchtlich länger dauert. Ich zeige euch das mal eben. Normalerweise hier Ekhils Flamme, bis das dann jetzt wirklich eingesetzt wird. Ihr seht das hier, das dauert ewig, bis man tatsächlich Feuer spuckt. Dagegen ist hier die bestialische Schlinge, also dieses Dreckschmeißen, das da, ist bedeutend schneller. Seht ihr? Das kann man auch schneller casten. Jetzt, wenn man das durchswitcht, nachdem man das direkt gecastet hat, einmal hier und ich habe schon direkt zum anderen gewechselt, dann ist die Castingzeit deutlich reduziert. Es dauert nicht mehr ganz so furchtbar lange. Ich habe jetzt explizit wirklich Ekhils Flamme genommen, weil das einer von den längeren Zaubern ist, bis man halt hier eben den Drachen gerufen hat, bis er dann endlich mal das Feuerspucken anfängt. Also ich zeige es euch nochmal. Das hier währenddessen schon switchen und dann, jetzt habe ich das Timing versaut, ihr solltet am besten dann eben den Casting-Button dann spammen. Also nochmal. Einmal und spam und dann geht das viel schneller. Seht ihr? Das sind 1,5 Sekunden, wenn überhaupt. Ja, kann man jetzt sagen, ja, viel schneller ist anders. Aber hey, das ist das sogenannte Chaincasten. Wenn ihr das mal nutzen wollt, am besten geht das halt wirklich mit schnellen Zaubern, mit bestialischer Schlinge oder diesen Glintstone, Kieselstein oder was weiß ich. Irgendwas, das halt wirklich schnell castbar ist. Es sollte theoretisch ja auch mit Nachtsplitter gehen. Weil ihr seht ja, der kann man schnell casten. Einfach ausprobieren, dadurch könnt ihr euch ein bisschen Zauberzeit sparen. Kann in der einen oder anderen Situation vielleicht hilfreich sein. Einfach selber austesten, ihr findet da schon was Nützliches für. Ja, ich dachte mir, wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich da gleich noch einen Nachtrag bringen. Ihr erinnert euch, wir hatten schon mal in einer Wusstet ihr-Folge, das wusstet ihr, den Fakt, dass man Zauber wie zum Beispiel die Steinschlinge und so weiter, deren Reichweite man erhöhen kann mit Hilfe des Weitschuss-Talisman. Das funktioniert genauso gut auch mit, interessanterweise mit hinterhältiger Splitter, warum auch immer. Da kannst du auch die Reichweite immens damit erhöhen. Und ich hielt es für angebracht, natürlich auch zu erwähnen, dass dies auch mit der bestialischen Schlinge funktioniert. Hat materiellen Schaden, also den Dreck, den man schmeißt, und ihr seht es hier. Ich habe jetzt hier den Weitschuss-Talisman equipped, wie weit dann hier der Dreck dann fliegt. Das ist schon nicht die Welt viel weiter, aber immerhin ein kleines Stückchen. Ich dachte halt einfach, dass wir das halt wirklich alles abgedeckt haben. Ja, müsst ihr das nutzen. Es wird jetzt nicht die Welt rausreißen, ja, aber für die, die halt wirklich voll den Bild aufbauen wollen mit, ja, ich habe erweiterte Reichweitenzauber, dann das könnt ihr theoretisch auch mit in euer Sortiment dann aufnehmen, ja. Genau. So, hi. Dann wären wir schon bei der letzten Sache für heute. Und zwar wusstet ihr eigentlich, dass ihr eine kleine, aber feine Sache ergänzt haben. Ich bräuchte dafür mal einen Gegner. Normalerweise war es ja in Dark Souls 2 und 3 so, dass wenn du einen Gegner anvisiert hast, ist er nicht irgendwo ein Hund, der da, und du hast ihn anvisiert, dann konnte ich jetzt, ich drücke gerade mit dem Steuerkreuz nach unten, außer ich habe den Lock-On nicht mehr, seht ihr, ich kurbel gerade wie ein Blöder. Erst wenn der Lock-On weg ist, kann ich auf mich selber zustoßen. Seht ihr das? Dann gab es jetzt das hier. Moment. Hier könnt ihr einstellen, manuelles Zielen. Das macht ihr mal auf ein. Und wie ihr hier seht, geht es immer noch nicht. Ob das jetzt ein Bug ist oder was? Ja. Nicht ganz. Hier steht manuelles Zielen unten, manuelles Zielen großer Waffen bei Autoerfassung. Das muss jetzt nicht zwingend bei allen Waffen gehen. Ich schau mal, habe ich hier irgendwo was Schickes? Große Waffe, große Waffe, große Waffe. Ja, nehmen wir mal einfach die gigantische Waffe hier. Ist ja wurscht. Wir wissen den an. Und ihr seht, es geht trotzdem nicht. Ich halte gerade Steuerkreuz nach unten gedreht, also den linken Stick. Geht nicht. Es gibt genau eine Waffe, die das kann. Komischerweise, vermutlich ist es verbuggt und das wird irgendwann behoben. Und zwar ist es der Finger. Und da auch nur der Finger, wenn ihr
weder schweren noch leichten Angriffen macht, sondern ihr müsst die Weapon-Art nutzen. Moment, mal den beidhändig nehmen. Da könnt ihr euch dann lustigerweise auf einmal dabei drehen. Und ihr seht, ich habe den Hund die ganze Zeit anvisiert, da ist dann das Free-Aiming erlaubt. Warum auch immer. Wir stopfen es jetzt einfach mal in die Kategorie. Ist ein Bug und es funktioniert komischerweise nur mit dem Finger. Und ja, ihr seht es ja hier, ich kann mich da im Kreis drehen und alles. Testet es mal aus, wenn ihr irgendwo rausfindet, dass eine andere Waffe auch noch kann, außer der Finger, wäre es interessant zu wissen. Ansonsten ist diese ganze Schaltfläche aktuell ziemlich nutzlos. Sie ist für eine Waffe von Bedeutung und das ist der, ja, der Finger. Na gut, dann wäre es das für heute von mir gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues erfahren und dann bis zum nächsten Mal dann. Ne? Also, tschüss.